Wir in Osterfeld. 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 Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Auf der Welt ist es bei uns in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir in Osterfeld. Und ich bin heute zu Gast bei Marita Wolter und Rudolf Krenz. Und Rudolf Krenz. Schön, dass ich hier sein kann. Und heute geht es um die Geschichte Osterfelds. Denn Frau Wolter, Sie sind ja die erste Vorsitzende vom Osterfelder Bürgerring e.V., wo die Geschichte dieses Stadtteils oder dieser kleinen Stadt eine bestimmte und zentrale Rolle einnimmt. Das stimmt. Ursprünglich gab es diesen Zusammenschluss von Osterfelder Bürgern, die sich der Geschichte Osterfelds widmen wollten, aber auch schon als Gruppe miteinander gerne für Osterfeld tätig werden wollten. Daraus entstanden ist dann der Osterfelder Bürgerring, der heute ca. 300 Mitglieder hat, also schon eine recht große Gruppe darstellt. Wir verfolgen natürlich nach wie vor die Ziele, die auch ursprünglich angedacht waren, nämlich etwas für den Bürger in Osterfeld zu tun, möglichst aber auch in Osterfeld etwas zu tun. Das heißt, unsere Veranstaltungen, die wir den Mitgliedern anbieten und natürlich auch immer Gäste mit hinzu einladen, die werden in erster Linie in Osterfeld abgehalten. Aber wir sehen uns natürlich auch gerne über den Tellerrand hinaus Dinge an. Sprich, in Oberhausen sind wir natürlich zum Beispiel im Gasometer oder auch im Schloss Oberhausen in der Galerie unterwegs. Aber wir scheuen uns auch nicht mal in die Bundeshauptstadt zu fahren und uns dort interessante Dinge anzusehen. Das sind Dinge, die unsere Mitglieder dann gerne wahrnehmen, die verbinden. Wobei wir niemals vergessen, dass wir auch politisch für Osterfeld etwas tun wollen. Oder sei es auch nur etwas ganz, ganz Banales, nämlich das Straßenschild an der Ecke, das vielleicht nicht so aufgestellt worden ist, wie es für den Osterfelder Bürger günstig ist. Auch darum kümmern wir uns. Das sind unsere Hauptaufgaben, unsere Anliegen, den Bürgern etwas Gutes zu tun. Das ist ein sehr breites Themenspektrum, würde ich mal sagen. Also nicht nur Geschichte, also nach hinten guckend, sondern auch nach vorne guckend und die Gegenwart im Auge behaltend. Welche Aktivitäten, Sie haben ja gerade jetzt einige Aktivitäten geschildert, die der Osterfelder Bürgerring e.V. bewerkstelligt. Das war ich gar nicht so eingestellt, was Sie alles machen. Ich bin total überrascht, welche Aktivitäten der Bürgerring e.V. entfaltet. Wir werfen trotzdem erst einmal den Blick zurück in die Geschichte. Und die Geschichte geht weit zurück bis ins Mittelalter. Burg Vondern gehört ja rein theoretisch noch dazu oder gehört praktisch auf jeden Fall dazu. Wer da was Näheres wissen möchte, den verweise ich euch auf die Folge Nummer 6, der Burgrundgang mit Walter Passgang. Da wird schon sehr vieles über die Burg erzählt. Deswegen fangen wir jetzt etwas später an. Und mich interessiert so als geborener Ruhrpottler natürlich alles, was hier mit der Geschichte von Erz und Eisen zu tun hat. Und das Stichwort lautet dann erst einmal St. Antonis Hütte. Da ich ja nicht alleine im Osterfelder Bürgerring die Fäden ziehe, sondern wir sind ein Team. Zum Vorstand gehört Herr Rudolf Krenz, der ja auch heute da ist, und auch Herr Michael Helmrich. Und Herr Krenz ist heute da, weil er eigentlich ein wandelndes Geschichtsbuch ist. Oh. Und sich genau mit den Dingen wirklich gut auskennt, weil er sich auch dafür interessiert. Und deswegen würde ich sagen, Herr Krenz wird jetzt da wirklich einsteigen können. Das, was eben nicht an neueren Dingen da ist, kann er hervorragend drüber bringen. Ja, ja, es geht hier ja im Wesentlichen um die Industrialisierung. Und zwar im sogenannten Dreiländereck. Alte preußische Provinzen, Herzogtum Kleve und die Äbtissin von Sterkrade. Diese Gebiete dieser Einheiten stoßen etwa am Elpenbach oben zusammen, im Bereich der St. Antoni-Hütte.
Und es war so, dass man hier in dieser Gegend das sogenannte Raseneisenerz gewonnen hat. Das ist also, wenn man so will, durch das Grundwasser aufsteigendes Erz oder Eisen, was sich dann oben im Bereich des Rasens verfestigt und dort abgebaut wurde und dann auf der St. Antoni-Hütte verhüttet wurde zu Gusseisen und ähnlichen Sachen, die dann also auch weit noch ins Siegerland und so hin transportiert wurden. Eine Geschichte aus der Zeit, die schon den Umweltschutz betraf, war die, dass sich dann die Äbtissinnen von Stärkrade darüber beschwerten, dass der Elbenbach verseucht wurde durch die Abwässer dieser Hütte, die dann auch irgendwann pleite ging. Aber als Grundlage und aus dieser Geschichte bildeten sich dann hinterher der GRH-Konzern, dessen Werke sich also über die drei Gemeinden Oberhausen, Stärkrade und Osterfeld erstrecken. Und letztendlich ist der Zusammenschluss von Oberhausen, Stärkrade und Osterfeld, der ja dann wesentlich später kam, darauf zurückzuführen, dass also die Direktoren dieser Werke oder dieses Werkes nicht mehr mit drei Gemeinden verhandeln wollten, sondern nur noch mit einer und also Druck in Berlin gemacht haben damals. Und das führte dann eben dazu, dass letztendlich auch Osterfeld, das gerade Stadt geworden war, seine Stadtrechte wieder verlor und 1929 praktisch wieder nach Oberhausen eingemeindet wurde, zusammen mit Stärkrade. Und so seitdem gibt es dann eben dieses Groß-Oberhausen. Gut, das war jetzt ein Blick nach vorne. Mit dieser Industrialisierung ging natürlich überein das Abteufen der ersten Zechen hier. Damit die Eisengewinnung durch die Gute Hoffnungshütte und deren Vorgängerinnen, die sich dann zusammengeschlossen haben. Dadurch entstanden natürlich auch Verkehrsprobleme. Die Sachen mussten ja, Material musste angeliefert werden, fertiggestellte Produkte mussten geliefert werden. Der Bau des Osterfelder sogenannten Verschiebebahnhofs wurde dann akut, wobei, wenn ich das richtig erinnere noch, damals die ersten Fremdarbeiter. Kurz nach 1900 begann ja der Bau dieses Bahnhofs, und zwar wurde der Bau von italienischen Facharbeitern geleistet, weshalb ich noch zu meiner Schulzeit, also ich bin dann 1952 in die Schule gekommen, schon Schulkameraden hatte, die italienische Namen hatten, obwohl damals noch niemand aus Italien, also als Gastarbeiter, dann hier hingekommen ist. Das war dann noch ganz frühe Geschichte. Ja. So, und dann setzt sich natürlich fort hier. Das ist natürlich dieses Gemenge, was man hier auch hat an Personen, an Nationalitäten, setzt sich dann auch fort durch die Werbung der Werke im ehemaligen Westpreußen, Ostpreußen, in diesen Gebieten, wodurch natürlich dann auch ein großer Zuzug von Leuten hier stattfand, die also aus diesen Gebieten kamen, in denen man wieder Wohnung bieten musste. Und dann sind wir schon wieder bei den Siedlungen Eisenheim, oben am Stemmersberg, Fondern, ne, wo also dann Wohnungen geschaffen werden mussten, meist dann eben mit einem kleinen Stall dabei für eine Ziege oder ein Schwein zur Selbstversorgung. Gartenland dabei und alle diese Dinge, die dann dazu geführt haben, dass also wir hier ja auch eine sehr gemischte Bevölkerung haben. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Bergarbeiter, die rekrutiert worden sind, ursprünglich vom Land kamen, also die Bauerskinder ursprünglich. Darf ich jetzt mal was dazu sagen? Ja. Einer meiner Onkel, der im Krieg gefallen ist, musste den sogenannten Arion-Nachweis führen. Ich will das jetzt nicht weiter erläutern, aber ich verfüge noch über dieses Buch. Und ich kann also daraus bis 1700 so und so viel erkennen, dass die Frauen aus dieser Gegend stammten und die Männer meistens aus dem Münsterland kamen, aus dem Bergischen Land, also soweit im weiteren Umkreis.
Man kann das also immer wieder sehen, das war dann geborene so und so und dann, der zog dann zu. Also das heißt mit anderen Worten, es war also schon seit der Zeit, als die Industrialisierung dann auch begann im Vorfeld, dass also dann irgendwann die Leute hier hinkamen, wie Sie schon sagten, und dann natürlich immer noch immer weiter, erst hier der Umkreis vielleicht von 100 Kilometern und dann immer weiter. Ne? Und die Selbstversorgung eben mit Gemüse, mit Eier, mit Fleisch, das war auch einkalkuliert, auch in den geringen Lohn, weil dass sich die Bergarbeiter aufgrund ihres bäuerlichen Vorlebens die Fertigkeiten aneignen sollen, selbst ihr Gemüse und ihre Eier und so weiter auf den Tisch zu bringen, das war einkalkuliert. Ja. Deswegen auch diese großen Parzellen. Ja. Ich habe selbst eine Weile an der Ripshorster Straße gewohnt und das genossen, dass hinter meinem Haus 40 Meter Garten auf 7 Meter Breite. Da ließ sich, gut, ich habe kein grünes Händchen, also ich habe mich über den Rasen sehr gefreut, aber man hätte dort natürlich auch im kleinen Rahmen Landwirtschaft betreiben können. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen. Das ja und das war damals absolute Voraussetzung. Das war notwendig, sonst ging es gar nicht. Ne? Und ich selbst habe ja auch eine kleine Einwanderergeschichte, denn damals, meine Großeltern stammen aus Komotau, also Tschechien. Damals hatte dort Mannesmann ein Werk. Und dann beschloss die Führung, wir bauen das Werk in Düsseldorf auf. Und wer von den Arbeitern mitkommen möchte, der kommt mit. Und wer nicht, kann gucken, wo er bleibt. Auf gut Deutsch. Ja, mein Großvater zog damals mit. Und mein Vater war also auch einer von denjenigen, die, als er in die Schule ging, immer vor jeder Schulstunde aufspringen musste, weil der Lehrer fragte, Ausländer aufstehen. Das war dann mein Vater als der Einzige, der sich dann als outen musste, sagen musste, wo er herkommt und sich dann wieder hinsetzen durfte. Mhm. Vor jeder Schulstunde. Jeden Tag. Ne? Da, harter Wind. Ne? Ja. Das, ja, genau. Aber ich glaube, deine Großeltern, die stammen tatsächlich auch schon aus Osterfeld, ne? Nein. Gar nicht? Nein. Bei mir schon teilweise. Also also väterlicherseits gibt mein Großvater, der stammt aus Westpreußen. Mhm. Jetzt lachen Sie nicht. Es ist verbürgt, da wo er herkommt, das heißt Goldgräber-Hauland. Das waren die Hauländer. Das waren Gebiete, die von Siedlern erschlossen wurden. Die mussten also da Rodungsarbeiten durchführen und konnten dann das Land bebauen. Meine Großmutter kommt, also seine Frau, die kam aus Bottrop. Also ist genau der Fall. Ne? Mhm. Er ist dann hier hingezogen und hat hier Arbeit gefunden und hat dann hier seine Frau kennengelernt. Und von meiner Mutter her stammen wir aus dem Münsterland. Also dann waren meine Großeltern, ein Teil war dann schon. Aber von hier waren sie beide nicht. Also sie sind beide von der, also wie gesagt, mütterlicherseits war Stärkrade und väterlicherseits war dann Bottrop und Goldgräber-Hauland. Goldgräber-Hauland, auch eine schöne Bezeichnung. Ja, eine schöne Bezeichnung, finde ich auch. Nein, Mann, bei mir sind tatsächlich die einen Großeltern, die Urgroßeltern schon Osterfelder gewesen und auch niemals rausgekommen. Meine Großeltern, meine Großmutter oder eine Großmutter war auch Osterfelderin. Der Großvater ist dazugekommen als Fußballspieler, damals schon. Mhm. Aus Witten an ist abgeworben worden für einen Verein, SUS in Osterfeld. Der hat dort dann gespielt. Allerdings haben die, glaube ich, nicht bezahlt wie heute. Aber man hat ihm dann geholfen, sich hier selbstständig zu machen. Und er hat dann hier zur Versorgung der Bevölkerung beigetragen, weil er Bäckermeister war. Okay. Konnte sich selbstständig machen hier. Das waren dann die Hilfestellungen, die man den Menschen damals gegeben hat. Da ging es tatsächlich dann nicht um Geld, aber so ist mein Großvater dann hierher gekommen und hat dann die Familie hier praktisch durch Osterfelder Blut bestückt. Mhm. Und wir sind tatsächlich dann hier geblieben. Und auch ich habe selbst im Studium in Osterfeld gewohnt und bin jeden Tag nach Dortmund gefahren. Also ich habe in den ganzen Jahren Osterfeld nie wirklich verlassen. Aber auch du ja. Ne? Ortstreue nennt sich das dann. Ja. Ja. Das heißt, Sie haben also auch die Entwicklung hier in Osterfeld
aus nächster Nähe verfolgt. Hat sich auch viel getan hier in der Stadt in den letzten Jahrzehnten. Und da kommen wir mit Sicherheit auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber mir fiel gerade was ein. Sie haben mir erzählt, Herr Krenz, die Sache mit dem Erz, das unter der Grasnarbe direkt gelegen hat. Und wer mal durch das Rotbachtal gelaufen ist, der wird das bestimmt schon mal gesehen haben. Ganz besonders krass ist das, sind wir wieder in Bottrop, wenn man an Bottroper Quadrat spazieren geht, wo sich ja der junge Bach, das ist glaube ich auch schon der Rotbach, sich da entlang des Parks, entlang des Museums schlängelt, der sieht an manchen Tagen wirklich komplett rostrot aus, so als würde da irgendwie ein altes Auto im Bach verrosten. Da kann man dieses Eisenerz tatsächlich im Bach sehen und das ist auch der Grund, woher der Rotbach seinen Namen hat. Nämlich genau aufgrund dieser Zusammenhänge, die ich jetzt erst begreife. Denn ich wusste gar nicht tatsächlich, dass das Eisenerz... Deshalb Raseneisenerz eigentlich, weil das ein Rasen ist, sondern weil das oben, also in den obersten Schichten praktisch dann, wie soll man sagen, korrodiert, sag ich mal, und sich dann als Kruste bildet. Wie gewinnt man das dann? Ja, durch Verdunstung? Durch Placken. Mit den Placken, und dann musste das ausgelöst werden. Ich merke schon, ich muss mich da mal intensiver mit beschäftigen. Ja, ja. Vielleicht kann ich auch noch mal ins Eisenerzgeschäft einsteigen. Ich weiß ja, es nicht. Ja, aber die war ja. Antoni-Hütte, da kann man das alles wirklich sehr, sehr gut sehen. Da sind wir ja wieder dann an der Antoni-Hütte, denn das Haus, in dem heute das Museum untergebracht ist, war ja ursprünglich das Verwaltungsgebäude. Und da findet man wirklich die Geschichte der Antoni-Hütte und eigentlich damit ja auch die Geschichte Osterfels oder zumindest der Industrialisierung. Und da kann man genau das auch nachlesen. Und da sieht man dann auch, wie dann tatsächlich die Gewinnung des Erzes dann auch vonstatten gegangen ist. Und die beiden Namensgeber, Jacobi und Haniel, deren Statuen findet man dort auch im Park. Und das Leben der beiden Familien ist ja auch heute, zumindest Haniel, ist ja auch heute noch untrennbar mit der Großindustrie verbunden. Also all das sind Namen, die tatsächlich für Osterfeld auch sehr wichtig waren. Und die meisten wissen heute gar nicht mehr, was ist da los und wodurch entstammen überhaupt die ganzen Gewerke, die sich in Osterfeld ja dann auch ansiedeln konnten. Ja. Das kann man in der Antoni-Hütte wirklich hervorragend nachprüfen und lesen. Das ist sehr anschaulich gemacht. Die Ausstellung ist tatsächlich zu empfehlen. Erster Tipp an die Hörer für diesen Tag ist, besucht einmal dieses Museum. Ich bin schon durch das archäologische Gelände gelaufen, ja, in der Hütte. Schön freigelegt. Selbst war ich noch nicht. Da war eine solche Schlange, dass ich mir gedacht habe, ich warte auf einen günstigeren Zeitpunkt, um da in Ruhe zu gucken. Sie haben auch noch eine hervorragende Bibliothek. Und der Name Haniel ist ein wirklich ganz großer Name. Ja, die Zeche Prosper Haniel, die ganze Halde trägt seinen Namen. Ja, ja. Also ich bin öfter schon auf dieser Halde rumgelaufen, aber ich wusste auch, dass sich dahinter ein großer Name verbirgt. Welcher genau, das lernen wir ja gerade heute. Herrlich, das freut mich sehr. Ja, wir haben die Zeche Jacobi. Die Kokerei Jacobi. Ja. Auch da taucht der Name ja wieder auf, obwohl natürlich diese Gewerke alle nicht mehr vorhanden sind. Aber die Erinnerung daran bleibt ja doch. Und es gibt ja auch noch ganz, ganz viele Menschen, die in Osterfeld wohnen, die tatsächlich dort gearbeitet haben. Mhm. Und wir haben ja über Jahre den Kickenberg herausgegeben. Mhm. Und in dieser Zeitung kann man durchaus die Geschichte nachlesen. Wir haben da ganz, ganz viele Berichte, speziell gerade auch über die Zeche Jacobi, über all die Dinge, die drumherum sich rankten. Und wenn man die nachlesen möchte, auch das kann man heute natürlich digital unter dem Bürgerring dann rausfinden und kann die Zeitungen, selbst wenn man sie nicht zu Hause hat, kann die auch dort nachlesen. Die sind alle digital hinterlegt. Und die Geschichte Osterfelds spiegelt sich da eigentlich vom Anbeginn wieder. Es wäre also wirklich empfehlenswert, wer sich für die Geschichte interessiert, zweiter Tipp, einmal da hineinzusehen. Das ist dann der zweite Tipp, richtig.
Wer lesen kann, ist im Vorteil. Wer lesen möchte, der kann sich dort sehr, sehr intensiv mit befassen. Wir werden den Link auch im Kommentartext zu dieser Episode verewigen. Aber wir sind hier in einem Hörformat, deswegen werden wir heute noch etwas hören über die Geschichte Osterfeld. Natürlich nicht in dieser großen Breite wie die ganzen Ausgaben Kickenberg. Ich glaube, das geht in die drei Stellen. Ja, also wir haben da sicherlich für Monate Lesestoff hinterlegt. Gut, also wenn der nächste Lockdown kommt, liebe Hörer, es gibt sinnvollere Beschäftigung, als Netflix rauf und runter zu gucken. Denke ich auch. Wobei ich da noch auf unser Mitglied, den Herrn Fritz Pamp, hinweisen darf, der also in der Hinsicht sehr, sehr viel veröffentlicht hat. Er war leitender Mitarbeiter auf Zeche Jacobi und hat also Unmengen von Material im Kickenberg veröffentlicht. Also da sind die Tonnagezahlen, da sind Beschäftigtenzahlen, da sind alles Mögliche. Man kann also, wie gesagt, da sich stundenlang mit beschäftigen. Mhm. Das geht, wenn ich mich so richtig erinnere, der Kickenberg hatte 50 Ausgaben, also in mindestens der Hälfte sind irgendwelche Artikel über den Osterfelder Bergbau. Damit haben wir jetzt auch schon den Bogen geschlagen vom Eisen und Erz zur Kohle, zum schwarzen Gold. Ich habe mal gehört, dass Osterfeld da ursprünglich ein sehr wohlhabender Stadtteil gewesen ist, weil hier viele Steiger auch gelebt haben. Und die Steiger, ich weiß, es ist jetzt nicht ganz hundertprozentig richtig, aber das sind so Art wie die Meister. Oder die Meister ihrer Gewerke, die Ingenieure. Dementsprechend sei Osterfeld auch ein wohlhabender Stadtteil gewesen. Entspricht das so den Dingen? Ja, in etwa schon. Mhm. Man sieht das heute teilweise aber auch an der Bebauung. Mhm. Denn es gibt deutliche Unterschiede in den Bergbausiedlungen. Da waren die Steigerhäuser nämlich ganz anders wirklich gebaut worden, sehr viel größer. Die waren also rein vom Raum her schon größer gefasst. Da waren die Gärten größer, sie waren auch hochwertiger gebaut, insofern, dass man auf verschiedene künstlerische Dinge geachtet hat. Also die Häuser sehen ganz anders aus, wenn man zum Beispiel heute in die Jacobistraße schaut, Richtung Bottrop. Da sieht man solche Steigerhäuser, die sind natürlich heute zum größten Teil auch schon etwas verändert worden. Aber daran kann man sehen, dass dieser Größenunterschied zum Beispiel zu den Häusern in der Siedlung Vondern doch von der Größe alleine her schon einen deutlichen Unterschied zeigen. Oder auch die Häuser, die an der Teutoburger Straße liegen. Ja. Da sind ja auch, das sind ja auch alles Bergarbeiterhäuser gewesen. Mhm. Die sind ja wirklich sehr viel kleiner, einfacher gebaut gewesen. Also die Steiger waren schon sehr respektable Leute, die auch hoch geachtet waren, die aber, glaube ich, auch zum größten Teil selbst großen Wert darauf legten, dass sie diese Position einnehmen konnten. Eisenheim ist mehr so eine Siedlung der einfachen Bergleute. Ja, ne? Ja. Eisenheim, Stemmersberg und Vondern. Das, ja. das waren so die einfacheren. Also einfacher. Die Steigerhäuser in Vondern, die liegen dann so schon wieder fast am Ende von Vondern. Da sieht man auch, die sind auch wieder etwas größer. Hinten an der Wiesenstraße sind die. Ja, genau. Mhm. Wenn Sie an der Burg Vondern vorbeifahren, dann weiter hinten rüber, linke Seite. Ja. Da, diese Gebäude sind dann etwas anders als die vor der Burg Vondern. Aber da sind die sozialen Strukturen ja auch später schon deutlich sichtbar, denn gerade in Vondern, da gab es ein Gemeinschaftshaus schon
Und es gab zum Beispiel später einen Verkaufsanstalten, also einen Laden, in dem die Leute dort dann günstiger einkaufen konnten, soweit sie sich nicht selbst versorgen konnten. Also auch da hat man schon soziale Aspekte deutlich in den Vordergrund geschoben, um den Bergarbeitern, die ja wirklich schwere Arbeit leisten mussten, dann auch zu helfen, mit ihren meist ja recht großen Familien auch über die Runden zu kommen. Also eine kleine Infrastruktur innerhalb des Arbeiterdorfes, sage ich mal jetzt ganz ehrlich gesagt. Ja. Und wahrscheinlich diente dann so ein Gemeinschaftshaus dem Vereinsleben. Also es gab ja immer Bergarbeiter, Gesangsvereine zum Beispiel. Das ist eine, das bekannteste, was ich so kenne aus dem Bereich, die ja auch ihre Probenräumlichkeiten brauchen. Und dann ist so ein Gemeinschaftshaus natürlich eine willkommene Einrichtung. Ne? Ja, hier war in Osterfeld war natürlich alleine durch den Zuzug der, damals hießen die ja nun nicht Gastarbeiter, sondern ganz einfach der Arbeitskräfte, die gebraucht wurden und angeworben wurden, da wurden die Kirchen natürlich auch sehr stark befördert. Es kamen unglaublich viele Menschen, die katholisch waren, aber auch eben fast in gleicher Anzahl evangelische Menschen. So hier, wir haben die Pankratiuskirche, die in dieser Form jetzt circa 100... Und ein paar kleiner. 1800, Ende des 19. Jahrhunderts. Ist sie gebaut worden, aber die Vorgänger, die gehen tatsächlich auf eine mehr als 1000-jährige Geschichte zurück. Also da gab es schon diese Kirche hier, genau auch an dieser Stelle in Osterfeld in etwa. Die evangelischen Kirchen wurden dann auch gebaut, wobei wir ja dann doch viel mehr noch katholische Kirchen haben, die heute jetzt alle nicht mehr in der Form gebraucht werden, weil die Gläubigenzahl dann doch stark abgenommen hat, aber die damals dann eben gebaut wurden, weil einfach auch die Menschen da waren und auch das Bedürfnis hatten, tatsächlich zur Kirche zu gehen. Ja, gerade die polnischen Zuwanderer, die auch noch heute sehr katholisch sind und treue Kirchgänger sind, haben natürlich sehr viel mehr das kirchliche Leben eines Stadtteils beflügelt, als es heute der Fall ist. Ne? Also Sie können in der Pankratiuskirche noch ein Kreuz finden. Da steht dann drauf, auf Polnisch natürlich, polnische Volksmission 1904. Pamiatka Polski. Aha, das ist der Tipp Nummer 4, glaube ich jetzt schon. Oder? Nee, Tipp Nummer 3 habe ich überlassen. Das war von der Sichtung Eisenheim. Habe ich jetzt nur gedacht. Ja. Da sind wir jetzt schon bei Tipp Nummer 4, sich dieses polnische Kreuz anzugucken. Ja, und dann kann man gleich noch nebenher noch ein bisschen Geschichte betreiben, denn da ist eine Tafel, der Pfarrer in Osterfeld. Jetzt fragen Sie mich allerdings nicht, weil irgendwann... Ich meine, 1400 so beginnt die irgendwie. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe es im Augenblick nicht vor Augen. Mhm. Aber da sind die aufgeführt, eben ursprünglich nur mit Vornamen, ungefähre Zeit. Mhm. Und dann ab irgendwann kommen dann also auch die Nachnamen. Ne? Ja, stimmt. Am Eingang, wenn man zur Tür reinkommt, die linke Seite. Ja, da hat man, kann man noch mal Geschichte. Die Tafel, mit denen habe ich auch schon vorgestanden. Ja. Ja. Die hat diesen Hintergrund. Ja. Ja, und, bei den und daneben hängt das Kreuz. Da steht das dann drauf. Also man 1906 sieht, oder 1904? Mein Gott, ich habe das oft gesehen. Aber ich glaube, es kommt auf aber das Datum daran nicht erkennt so genau man aber, Daten seit, kann man nach, wie lange die Zuwanderung muss man verstehen. Ja, wie die Zuwanderung schon, wie lange die schon dort gedauert hat. Ja, enorm, ne? Ja. Enorm, dass der ganze Wohlstand, auf dem wir jetzt noch, von dem wir jetzt noch zehren, der beruht eben auf dieser Zeit. Ja. Und gut, wir hatten ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg erneut allen Grund, dankbar zu sein, dass Arbeitskräfte aus aller Welt zu uns kommen, um hier zu arbeiten und die erste Pizzeria Deutschlands zu errichten. Die war hier nicht. Salvatore, war nicht in Oberhausen, war tatsächlich die erste Pizzeria des Ruhrgebiets mindestens, die ist die Pizzeria Salvatore im Oberhausener Zentrum.
Tipp Nummer 5, der Werbeblock ist damit vorbei. Ich war noch nie da, keine Ahnung. Nein, ich denke, wir haben bestimmt noch mehr Tipps, die wir in Osterfeld anbieten können. Richtig. Wenn wir jetzt so weit gegangen sind, dass wir die Zechen im Grunde genommen schon mehr oder weniger hinter uns gelassen haben. Die Zeche Osterfeld war ja dann noch relativ lange auch die Zeche, die dann später mit Dienstlaken verbunden wurden. Ja. Aber da haben wir dann jetzt ein Riesenrelikt hier stehen, nämlich die ehemalige Kohlenmischanlage, den Dom. Den Gartendom. Ja. Und der Dom ist ja unter Denkmalschutz, weil die Leimbänderkonstruktion einzigartig ist, die uns jetzt allerdings dann auch gerade sehr viel Sorgen macht. Ja. Aufgrund der Dinge, die da im Laufe der letzten Jahre nicht gelaufen sind, dann muss man ja sagen, vielleicht wird er gerettet, vielleicht geht es auch nicht, ist eine finanzielle Frage. Aber diese ganze Umgebung dort, die hat ja mal ganz anders ausgesehen, während der Zeche dort noch tätig war. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich bin nach Sterk gerade zur Schule gefahren mit der Straßenbahn, die fuhr über die Festische Straße. Linie 2. Genau, die Linie 2. Und der Schaffner, der wirklich noch mit dem Geldtäschchen, wie man sich das heute dann wirklich nur noch im Museum angucken kann, Karten gelöst hat, der hieß Leonard. Der hat uns als Schüler natürlich dann morgens immer zur Raison gebracht, wenn wir lauter wurden. Aber ansonsten fuhr man da über die Festische Straße und da waren rechts und links Mauern, die dann das Zechengelände abgrenzen auf der rechten Seite, wo heute die Bauindustrie ihre Lehrlinge ausbildet. Da standen zwei Kühltürme fürs Kraftwerk. Und das rieselte ja ständig darunter. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir hier Ähnliches ja nirgendwo mehr haben. Und das war wirklich ein reines Industriegelände dort. Dieser Weg war dann aber auch gleichzeitig, und da sind wir wieder bei Pankratius, ein Prozessionsweg. Denn wir hatten zwei große Prozessionen hier, einmal die Hagelprozession und einmal die Fronleichnamsprozession. Und die führte dann wirklich durch halb Osterfeld, war recht lang, kilometermäßig kann ich das nicht mehr sagen. Ich weiß nur, es war sehr anstrengend für uns als Kinder auch. Und der Weg ging dann von Sterkrade, Ausrichtung Sterkrade, nicht natürlich aus Sterkrade kommend, die Festische Straße runter wieder Richtung Pankratiuskirche. Und dann zog man da eben auch durch. Und da kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, wie die Luft da ausgesehen hat. Denn die war tatsächlich russig. Mhm. Die war fast immer so ein bisschen rötlich gefärbt. Das kam allerdings dann von Das kam aus vom, Oberhausen. Aus Oberhausen. Mit dem Südwestwind. Und dann war es eigentlich nicht möglich, Wäsche sauber von der Leine zu bekommen. Nee, man konnte jeden Tag mit dem Finger auf dem Fensterbrett im Russ ein Herzchen malen. Ja. Jeden Tag. Und es konnte auch passieren, dass die Wäsche, wenn sie trocken war, schon wieder schmutzig war, dass man sie dann gleich wieder in die Waschmaschine stecken musste, die natürlich nicht elektrisch betrieben wurde, erst einmal jedenfalls nicht. Da gab es immer das Waschbrett oder diese Trommel mit der Kurbel dran. Ja. Mit dem Schwenker. Das war schon ein Fortschritt. Oder dem Wassermotor. Das war schon ein Fortschritt. Wassermotor. Das war schon Hightech damals. Ja. Und da gab es ja den auch in allen Häusern überall die Waschküchen, in denen dann tatsächlich auch das Wasser angeheizt wurde. Da war so ein Waschtag. Waschkessel. Ja. Tatsächlich ein Waschtag. Manchmal auch mehrere Tage. Und es wurde ja auch nicht ständig gewaschen, so wie heute. Da wurde, glaube ich, alle 3-4 Wochen gewaschen, weil es eine wahnsinnige Kraftanstrengung war. Aber die meisten der Frauen oder fast alle waren eigentlich auch zu Hause und hatten einen schweren Haushalt zu stemmen. Die Bergarbeiterfrauen hatten ja tatsächlich dann auch damit zu tun, die Kinder zu versorgen. Und da haben wir ja dann auch etliche Schulen hier in Osterfeld gehabt. Und die letzte Schule, die als Volksschulen ja damals von der 1. bis zur 8. Klasse ging, war die Pankratius-Schule. Heute ein Teil der Gesamtschule Osterfeld. Und zwar, wenn man mit dem Rücken zum Krankenhaus steht, ist das der rechte Teil.
Das ist die ehemalige Pankratius-Schule. Da ist jetzt auch noch die Stadtbücherei im Moment untergebracht. Und die ist tatsächlich als letzte Schule neu gebaut worden. Mhm. Später dann eben integriert. In die Gesamtschule, ja. Ja, in die Gesamtschule Osterfeld. Krankenhaus, auch das ist ja etwas Außergewöhnliches. Und der erste Krankenhausteil, der ist auch heute noch deutlich sichtbar. Da ist ja die Gemeindeverwaltung im Moment noch untergebracht. Und das war ursprünglich das Krankenhaus, nur dieser Teil, dieser dunkle Bau. Gebäude. Dieser Gebäude, der sich langs der Nürnberger Straße erschließt, mit der integrierten kleinen Kapelle, in der ich zu meinem Aufenthalt, ich war 6 Wochen lang zu Gast im St. Marien, tatsächlich oft als Agnostiker, aber egal, oft gesessen habe, in dieser kleinen Kapelle, weil die Atmosphäre tatsächlich sehr wohltuend gewirkt hat. Also einfach mal eine Auszeit zu nehmen, wenn man die ganzen weißen Wände satt hatte. Ja, und einfach stimmt. Mal die Gedanken kreisen lassen konnte. Herrlich, wir haben auch danach noch auf immer auf unseren Spaziergängen durch Osterfeld einmal kurz einen Halt in der kleinen Krankenhauskapelle gemacht. Wobei, so klein ist die gar nicht. Das ist schon eine ordentliche, ist schon richtige kleine Kirche integriert. Mhm. Leider seit Lockdown sind wir da auch nicht mehr gewesen. Aber ich habe das Gebäude ist mir vertraut. Angefangen vom Schlaflabor auf der linken Seite bis zur Station B2 auf der rechten Seite. Aber dieses Krankenhaus ist ja auch praktisch dadurch entstanden, dass man eben auch Kranke versorgen musste. Ja. Und da war es dann so, dass man dort zwar untergebracht werden konnte, aber versorgt wurde man durch die Familie erst einmal. Das heißt, das Essen? Das Essen wurde durch die Familie. Das wurde von der Familie dann nach wie vor versorgt bzw. gebracht. Die Pflege wurde sicherlich teilweise auch noch durch die Familienmitglieder übernommen, aber man war eben dort dann schon anders ärztlich versorgt, als wenn man zu Hause gewesen wäre. Und erst dadurch hat sich dann dieses Marienhospital weiterentwickelt. Okay. Etwas, was wir hier in Osterfeld natürlich gut gebrauchen konnten, weil dort alle Stationen auch tatsächlich oder alle Fachrichtungen vorhanden waren. Ich denke mal, sehr, sehr viele Kinder sind dort geboren worden. Und Sie sprachen gerade von der Kapelle. Ich auch, ja. In dieser Kapelle wurden die Kinder natürlich früher sofort getauft, nach wenigen Tagen. Da wartete man nicht so lange, wie man das heute eventuell macht. Die Mütter gingen mit ihren Kindern schon nach Hause. Dann waren die Kinder mindestens schon 3-4 Tage getauft. Die Mütter nahmen in der Regel an den Taufen gar nicht teil, weil man ja damals liegen musste. Und man ging dann mit dem getauften Kind nach Hause. Mhm. Und auch das ist, denke ich, etwas, was heute natürlich nicht mehr bekannt ist. Aber es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele tausend Osterfelder, die dort geboren, getauft worden sind in dieser Kapelle, in der Marienhauskapelle. Mhm. Und somit auch eine Verbindung eigentlich zum Krankenhaus noch haben. Macht man sich heute gar kein Bild davon, was das früher ein Risiko war, ein Kind zu bekommen, das Kindbettfieber, Sauerbruch, der irgendwann den Zusammenhang zwischen Hygiene und Gesundheit gerade im Kind auf der Kinderstation im Kreissaal feststellte. Mhm. Das war ja auch ist eine Entdeckung, die auch nicht selbstverständlich war. Und wenn man denkt, wie viele Kinder gerade in Bergmanns Familien geboren. Gelebt haben, das aber war dann immer ein heikler Augenblick, dass dann Mutter und Kind gesund nach Hause kommen und da hieß es dann, möglichst früh das Kind zu taufen, ja. Auf dass es im schlimmsten Fall die Ewigkeit wenigstens heilen kann. Genau. Ja, aber das war ja generell nicht nur bei den Bergmannsfamilien. Das war ja, wobei auch natürlich, wer wohlhabend war und sich bessere Ärzte leisten konnte, war damals auch schon im Vorteil. Das hat sich ja bis heute nicht geändert. Ne?
Nein, und ich meine, sicherlich sind auch ganz viele Kinder zu Hause geboren worden. Das gab ja auch. Es war ja nicht so, dass jeder ins Krankenhaus ging. Mhm. Das war sicherlich auch damals schon einigen vorbehalten, im Krankenhaus zu entbinden. Aber das Krankenhaus war eben ein ganz wichtiger Bestandteil Osterfelds und es gehörte der Gemeinde Pankratius. Es wurde ja von der Gemeinde betrieben und aus dem Grund waren natürlich dort auch Ordensschwestern. Und wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob die von Anfang an da gewesen sind, aber wir haben über Jahrzehnte auf jeden Fall die Mauritzer Franziskanerinnen aus Münster hier gehabt, die dann tatsächlich in großem Maße hier gearbeitet haben. Das waren die Stationsschwestern, das waren die Schwestern, die im OP gearbeitet haben, die die Küche geleitet haben. Und ich glaube, ohne diese Ordensschwestern hätte das Krankenhaus überhaupt gar nicht existieren können, wie es woanders natürlich auch war, in gerade in Oberhausen, in ähnlicher Weise. Aber damit waren die Ordensschwestern hier in Osterfeld auch ein ganz wichtiger Bestandteil, auch in der Bevölkerung natürlich. Auch heute sieht man noch die Schwestern. Es sind die Indischen, die heute da sind. Genau, ja. Herz-Jesu-Orden, ja. Oder wie ist das? Die haben, glaube ich, ihr Mutterhaus, oder das Haus ist... Kerala. Kerala in Südindien. Okay. Da kommen die her. Das ist Kerala. Und hier in Osterfeld ist das Haus an der Kapellenstraße? Oder wo war das? Kettlerstraße. Kettlerstraße, das Buchstabe stimmt. Die sind auch im Kettlerhaus untergebracht. Okay. Für die ist, als die gekommen sind, nachdem unsere deutschen Orden ja mehr oder weniger ausbluten, gab es da keinen Nachwuchs mehr, es war klar. Mhm. Man fand hier jetzt keine deutschen Schwestern mehr. Und dann hat der damalige Propst Karl Wehling dafür gesorgt, dass wir Nachwuchs bekamen und hat dann Verbindung zu diesem Orden in Indien aufgenommen. Mhm. Und dadurch sind die Schwestern hierher gekommen. Da man die damals nicht im Schwesternhaus am Krankenhaus unterbringen wollte, weil es ja doch völlig andere, wirklich völlig andere Menschentypen auch waren, hat man sich überlegt, man trennt sie besser, sodass jeder auch seine Kultur weiterhin auch leben kann, so wie man es gewohnt war. Mhm. Da ist im Kettlerhaus dann etwas umgebaut worden. Mhm. Es ist auch dort eine eigene Kapelle dann eingebaut worden, damit auch die Schwestern dort dann natürlich die Möglichkeit hatten, in die Kapelle zu gehen und auch ihre Gottesdienste dort zu feiern. Und die wohnen auch heute noch im Kettlerhaus. Sie sind aber auch da teilweise tätig. Mhm. Aber nur wenige. Nur wenige. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt nach Ameos aussieht. Also hier im Marienhospital ist, soweit ich weiß, jetzt nicht mehr viel an indischen Schwestern. Nein, leider, weil das auch der ganze Krankenhausbetrieb, ist mein großen Bedauern, da nicht mehr vonstatten geht. Man hat hier für viel Geld die Operationssäle neu gestaltet, ein komplett hochmodernes Operationszentrum dort geschaffen. Aber das ist alles, wird nicht mehr betrieben, soweit ich weiß. Nur noch ist eine Geriatrie ist drin. Ja. Und das war's. Ne? Palliativ auch noch oder sowas. Ja, die haben jetzt noch eine geriatrische Station zusätzlich mit eingebaut und haben, ich glaube, auch Demenz Abteilung eingesetzt. Also einiges schon, aber eben nicht mehr den üblichen Krankenhaussinn verfolgen die da eigentlich gar nicht mehr, leider. Und die Operationssäle, Sie sprechen die gerade an, die sind tatsächlich für ganz viel Geld da erstellt worden. Und dann sind die Abteilungen nach Sterkrade verlegt worden. Und in Sterkrade sind diese Operationssäle nicht in dem Zustand. Die sind tatsächlich älter. Aber gut, das ist natürlich auch zum größten Bedauern der meisten Osterfelder passiert. Ja, ich bedauere das auch. Ja. Und ich denke, das waren rein wirtschaftliche Verbindungen, die da geknüpft worden sind, auf die wir leider auch gar keinen Einfluss hatten. Hat aber auch in Osterfeld sehr vieles verändert natürlich. Mhm. Alleine schon die Privatisierung, denn das Krankenhaus war ja auch mit der größte Arbeitgeber. Ja. In Osterfeld mit mehr als 600 Mitarbeitern. Und es gehörte ursprünglich auch das Kettlerhaus als Altenheim dazu. Auch das hat der gerade schon erwähnte Propst Karl Wehling
ja, erbaut. Es war ursprünglich mal ein Haus, und da gehen wir wieder ein paar Schritte zurück. Ein Ledigenheim. Ein Ledigenheim. Für Bergarbeiter. Okay, es gab, ich weiß, dass es tatsächlich in der Ripse-Siedlung gab es auch so ein Haus, das Ledigenhaus. Ja. Das größte Haus in der ganzen Siedlung, das war auch so eins. Wir hatten also mehrere in Osterfeld, auf der Kapellenstraße. Ich habe zum Beispiel damals jemanden kennengelernt, der ist mit 14 Jahren aus dem Bayerischen Wald alleine hier nach Osterfeld gekommen, in die Lehre als Bergmann. Das ist auch etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellt. Das 14 Alter, Jahre. Wie alt waren die Leute? 14 eben. Ja, und die wurden dann eben in diesen Heimen auch untergebracht. Mhm. Ne? Klar. Hier auf der Bergstraße auch. Also das waren recht große Häuser. Ja. Und es gab, das war auch ein Phänomen, glaube ich, was es nicht nur in Osterfeld natürlich, aber auch im Ruhrgebiet eben gab, die Kostgänger. Ja. Das waren eben auch junge Männer, die halt hierher kamen, um Arbeit zu finden, aber dann eben keine Wohnung hatten, die sich bei Familien einmieteten. Und diese Familien haben die dann versorgt, indem die ein Zimmer, ein Bett bekommen haben, vielleicht auch am Essen teilnehmen konnten. Und einen Teil des Lohnes bekam dann die Familie dafür. Mhm. Diese Kostgänger, das war natürlich dann schon wieder eine prima Sache. Wenn vielleicht einige Töchter in der Familie waren, dann passte das ja oft. Und dann konnte der Kostgänger dann über diese Schiene dann auch seine zukünftige Frau kennenlernen, die dann gleich auch jemanden hatte, der tatsächlich auch verdienen konnte, der auch ein geregeltes Einkommen hatte. Denn die Kostgänger waren ja diejenigen, die tatsächlich auch wirklich feste Anstellungen hatten und somit auch ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Ich kenne die Kostgängerei eher im Zusammenhang mit dem studentischen Leben. Ne, dass die Studierenden eben hatten ihre Bude, wie es so schön hieß, ne? Und nebenbei gleichzeitig auch eine gewisse Sittenkontrolle. Also alle, die den Film Feuerzangenbude gesehen haben, die wissen, wie das dann funktioniert. Wenn der Herr Student nach Hause kommt und die Zimmerwirtin steht dann da und kontrolliert. Wo kommen Sie denn jetzt her? Herr Kostgänger. Tja. Schöne Zeit. Also auch das ist ja hier gerade auch für uns, für unsere Region eben, nicht nur für Osterfeld, ein Phänomen gewesen. So sind eben auch sehr, sehr viele Menschen, die tatsächlich nur zum Arbeiten eigentlich hierher gekommen sind, auch hier geblieben. Ja. Haben dann hier wieder Familien gegründet, und die Tatsache, dass die Kinder ja damals ein Schulsystem besucht haben, das 8 Schuljahre nur beinhaltete. Mhm. Wer nicht zu einer weiterführenden Schule ging, die ja damals auch bezahlt werden musste, das konnte sich nicht jeder leisten. Mhm. Schulgeld, Bücher und dann auch noch darauf zu verzichten, dass vielleicht der Junge mit 13 oder 14 Jahren schon etwas Geld nach Hause brachte. Für Mädchen sah man die Notwendigkeit in der Regel ja sowieso nicht unbedingt ein, denn die heirateten ja und waren ja dann versorgt. Also wurden die bestenfalls irgendwo mit 13, 14 Jahren, wenn sie die Schule verlassen hatten, in einem Haushalt untergebracht, möglichst vielleicht bei einem Hüttendirektor vielleicht sogar, wo sie dann die feine Küche lernen konnten und auch Herrschaften bedienen konnten. Die Mädchen gingen dann vielleicht auch in die Lebensmittelläden, die es hier zuhauf gab. Verkäuferinnen. Ja, Netto Plus oder Ähnliches gab es natürlich nicht. Mhm. Es gab kleine Geschäfte. Mhm. Und dafür jede Menge. An die jeder Ecke war ein kleiner Tante-Emma-Laden, genau. Aber wir hatten ja auch spezielle Geschäfte hier in Osterfeld. Und dann, da sind wir jetzt wirklich schon in der neueren Geschichte, die vielleicht so vor 50, 60 Jahren
aktuell war, da gab es in Osterfeld tatsächlich alles, was man benötigte. Man musste nirgendwo hinfahren. Es gab natürlich die Dinge des täglichen Bedarfs. Es gab Metzgereien, etliche Metzgereien in Osterfeld. Es gab Bäckereien. Wir hatten Schuhgeschäfte, wir hatten Textilgeschäfte, wir hatten Lederwarengeschäfte. Sie hatten die Möglichkeit auch Reinigungen. Es gab Wäschereien. Es gab in der Wäscherei dann die speziellen ausgebildeten Stickerinnen, die dann auch eventuell mal Monogramme noch in die Wäsche stickten. Auch das gab es damals ja noch. Und es war eigentlich Büchereien, die teilweise allerdings auch sogar professionell betrieben wurden, also im kleinen Rahmen. Es gab, und da erinnere ich mich gut dran, ein Miederwarengeschäft, auch in Osterfeld. Da wurden die Sachen sogar noch repariert. Es, in Osterfeld war eben alles das, was man brauchte, auch vorhanden. Alles vorhanden. Wir hatten ja auch Bauern noch rundum, sodass man zum Beispiel ist in dem Podcast von der Burg Vondern mit Sicherheit auch der Bauer, der dort später auf der Burg eine ganze Weile gelebt hat, beziehungsweise auch seinem Bauerntum nachgegangen ist, die Rede. Ja. Die Felder rundum sind ja heute noch Haus Ripshorst. Auch da sieht man ja, dass alles, was eben rundum an Versorgungsmöglichkeiten war, auch genutzt wurde. Ich bin sowieso immer noch überrascht, wie viel Landwirtschaft im direkten Umfeld einer Stadt zu sehen ist. Jetzt abgesehen von Osterfeld, der Dickerhof im Süden oder Bauer Hagedorn im Norden, wo jetzt sich auch demnächst ein paar neue Dinge tun, wo ich auch beruflich mit zu tun haben werde, mich sehr darauf freue. Faszinierend, was da alles landwirtschaftlich direkt eingebunden ist in unser städtisches Umfeld. Ja, das ist wieder besser geworden. Es war also dann wirklich eine ganz schlimme Zeit, wo die Bauern auch geklagt haben gegen die Verunreinigung durch eben den Dreck, den die Hüttenwerke, hauptsächlich die Hüttenwerke, die Zechen, die haben ja nicht so viel Dreck erzeugt, die Hüttenwerke verursacht haben und dann ausgesiedelt wurden. Und viele sind von hier aus auf die andere Rheinseite, zum Beispiel nach Kamp-Lintfort gegangen. Okay. Und dann mit der, sagen wir mal so, mit dem blauen Himmel über dem Ruhrgebiet wurden natürlich auch wieder, haben sich die Verhältnisse doch gebessert und sind dann also jetzt letztendlich hier im inneren Bereich doch dann zu Ende gegangen, weil einfach die Produktivität hier wohl nicht mehr so gegeben war, weil die Flächen nicht so groß waren. Das waren auch oft Flächen, die Industrie aufgekauft hatte, die dann noch bewirtschaftet wurden. Aber das waren dann oft Pachtverhältnisse oder die dann irgendwann für Erweiterungen genutzt werden sollten, aber dann war es für die Pächter nicht mehr interessant und die haben dann aufgehört. Da kommen wir auf den ersten Tipp nochmal zurück, den wir gemacht haben. Denn an der Antonihütte gibt es dort Selbstversorgergärten oder einen Garten. Dort gibt es Hochbeete und es gibt freundliche Menschen, die dort diese Gärten bearbeiten, die säen. Und ernten kann aber auch jemand, der vorbeikommt. Dort gibt es also verschiedene Gemüsearten und auch Blumen werden dort gesät, um natürlich die Bienen zu versorgen, die im Übrigen auch ihre Heimat haben dort an der Antonihütte. Es gibt also einen, ich weiß nicht, wie viele Völker da stehen, aber es gibt einen Imker, der hinter der Antonihütte auch seine Bienenstöcke stehen hat. Guck. Und ich weiß, diese Gärten, weil ich da einfach häufiger vorbeikomme, die werden wirklich gepflegt und offensichtlich auch gehegt und nicht zerstört. Ich habe noch nie gesehen, dass da irgendetwas mutwillig zerstört worden ist. Mag sein, dass es das ein oder andere Mal war, aber ich komme wirklich sehr häufig da vorbei und es sind auch morgens immer Leute da, immer wohl bemerkt natürlich etwas ältere Leute, die die Zeit auch haben, sich dort dann ein bisschen zu beschäftigen.
Und ich habe oft genug gesehen, dass tatsächlich auch Leute kommen und die dann ein bisschen ernten. Sie haben nicht gesät, aber sie dürfen trotzdem ernten. Das wäre also zum ersten Tipp eigentlich nochmal zu ergänzen und dann zu dem, was wir jetzt gerade an Selbstversorgergärten hatten. Also Selbstversorgung, so groß ist natürlich nicht, aber auch das finden wir in Osterfeld. Und das ist ja ein Zeichen unserer Zeit. Nachhaltigkeit, Wissen, wo was herkommt, Skepsis gegenüber Großbetrieben, großer Zucht, dem dortigen Einsatz von Dünger und Insektiziden, Pestiziden. Denn mit Giftstoffen hatten wir nun in unserer Geschichte gerade in der industriellen Gegend sehr viel zu tun gehabt. Und jetzt wollen wir das nicht mehr. Ist auch richtig so. Und ich habe lieber Blütenpollen auf meinem Fensterbrett als Kohlestaub. So sehr ich Allergiker bin und die Zechen mag. Aber ist also. Ja, ich meine, wir haben hier natürlich auch große Grabeflächen gehabt früher. Ja. Zum Beispiel auch im Verlauf der Vestischen Straße, der Rheinischen Straße heute. Da gab es auch ein ganzes Stück Grabeland, was heute zum Olga-Gelände mit hinzugeschlagen Grabeland ist. Grabeland gleich Schrebergärten. Ne? Das hat sich gezogen bis zur Bottropper Straße. Dort gab es über viele, viele Jahre Schrebergärten. Und ich kann mich erinnern, dass irgendwann dort Bodenproben entnommen worden sind. Und dass dann davor gewarnt wurde, dass die Leute das Gemüse, das sie angebaut hatten, nicht mehr essen sollten, weil da so viele Rückstände waren. Diese Gärten gab es aber Jahrzehnte schon vorher. Und ich weiß nicht, ob die Leute jetzt daran verstorben sind, dass sie ihr eigenes Gemüse gegessen haben. Aber dann sollte auf einmal dort nichts mehr geerntet werden. Und das waren natürlich die Rückstände aus der Luft. Aber hier hatte fast jedes Haus Garten. Auch hier diese Häuser auf der Dülmener Straße waren ja Häuser, die den Eisenbahnern vorbehalten waren nach dem Krieg. Die Genossenschaft hat die 1936 gebaut und später im Krieg sind einige beschädigt worden und mit Mitteln der Deutschen Bahn wieder aufgebaut worden. Daher hatten die Eisenbahner dann Vorrecht, hier zu wohnen. Aber auch hier gab es ja überall Gärten, in denen die Leute sich dann selbst versorgen konnten. Und das zieht sich eigentlich durch ganz Osterfeld hindurch. Es sind überall Gärten hinter den Häusern, die heute natürlich meistens anderweitig genutzt werden. Aber Grün war in Osterfeld eigentlich immer sehr viel vorhanden. Wir hatten ja auch immer schon den Stadtwald, wie er früher hieß, der ursprünglich auch dem Grafen von Nesselrode gehört hat. Das ist hier dieser. Das ist an der Bottropper Straße oben, heute unser Revierpark, also ein Teil des Revierparks, der alte Teil, wenn man Richtung Bottrop aus Osterfeld kommt, auf der rechten Seite verbleibt, der erste Eingang dort. Das ist der große Teil des alten Stadtwaldes, der sich bis zur Bahnlinie an der Hochstraße zieht. Mhm. Und das war ein Waldgebiet, in dem die Leute wirklich sonntags spazieren gingen, soweit sie denn überhaupt Zeit dazu fanden. Aber die Kinder sich eben vor allen Dingen im Winter vergnügen konnten. Es gab nämlich da zwei Rodelberge und der Teich ist vermeintlich jeden Winter zugefroren. Ob es stimmt, weiß ich natürlich auch nicht. Aber dort konnte man Schlittschuh laufen. Also Osterfeld hatte schon auch ein Naherholungsgebiet. Und was mir jetzt da noch alles passieren wird mit dem Park, der ja auch renoviert wird, auch das wird zu beobachten sein, was mit dem Solebad Fondern passieren soll. Da wissen wir auch nicht. Ich habe gelesen, es kann nicht repariert werden. Es muss was Neues entstehen. Und das wäre jetzt eine Ja- oder Nein-Frage. Möchten Sie wieder ein Solebad an der Stelle oder was ganz anderes? Also grundsätzlich jetzt zum Park. Die Fördermittel für den Park selber sind ja schon da. Und da wird auch jetzt in absehbarer Zeit begonnen. Und da wird im Park jetzt in erster Linie etwas für die allgemeine Gesundheit entstehen. Es wird ein sogenannter Bewegungshügel dort entstehen können, sodass jeder, der sich dort im Park befindet, sich dann auch sportlich betätigen kann. Es wird so etwas Ähnliches geben, wie man das vor Jahren schon mal so als Trimmfahrt kennengelernt hat, also etwas, wo auch ältere Menschen Bewegungsmöglichkeiten finden.
Und dann eben vielleicht auch mit Anleitungen, die man lesen kann natürlich, aber es werden keine professionellen Helfer dort stehen oder aber auch in irgendeiner Form eine Gebühr erhoben werden. Es wird also alles öffentlich nutzbar sein und bei der Gelegenheit wird dann auch ein Teil des Revierparks beleuchtet, sodass zum Beispiel die Leute, die gerne laufen, abends dort dann auch laufen können und tatsächlich dann auch ein Sicherheitsgefühl haben, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Was jetzt dann mit dem Freibad entsteht, weiß man tatsächlich noch nicht. Es ist so desolat, dass man das jetzt nicht wieder herrichten kann, sondern tatsächlich ein gänzlich neues Becken bauen soll, muss. Da jetzt aber im Moment noch keine Fördermittel zur Verfügung stehen und die ehemalige Revierparkgesellschaft, ja heute Metrolol heißt, die sich nicht so ganz sicher sind und wir jetzt hier auch als Osterfelder so ein bisschen darum kämpfen müssen, denn das Solbad ist schon gut angenommen worden, gerade weil die Sohle für sehr viele, für Rheumatiker zum Beispiel, ganz besonders wichtig war. Man überlegt jetzt, ob man vielleicht eine weniger gesättigte Sohle dann wählt, weil gerade durch diese starke Sohle die Korrosionsschäden so groß waren. Salz ist aggressiv. Und ganz einfach dieses Becken, was schon das zweite war, es war ja, es ist schon mal renoviert worden, allerdings da leider nicht wirklich gut renoviert. Mhm. Schäden waren von vornherein vorhanden, gerade am Becken. Nur die Firma, die das erstellt hat, die war da schon leider in Insolvenz gegangen und man konnte eben keine Regressansprüche mehr geltend machen. Also war von Anfang an, war das zweite jetzt nicht so ganz in Ordnung. Aber die Vorschläge, die teilweise da auf dem Tisch waren, die waren abenteuerlich. Die gingen bis dahin, dass man da ein Fitnessstudio reinbauen wollte. Das brauchen wir wahrhaftig nicht. Solebad wäre sicherlich von ganz vielen hier gewünscht und mit Sicherheit nicht nur von Osterfeldern. Würde mich persönlich auch freuen. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu unserer Rubrik Wünsch dir was. Oh. Wenn Sie jeder einen Wunsch frei hätten, einen eigenen, das müssen Sie jetzt nicht absprechen, einen eigenen für Osterfeld. Hätten Sie da einen Wunsch? Es darf gerne auch ein wenig utopisch oder etwas Verträumtes sein. Man muss jetzt nicht knallhart auf dem Boden der Realität stehen. Zwei Wünsche für Osterfeld. Zwei Wünsche für Osterfeld. Ich wüsste schon, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass wir die Möglichkeit bekommen, in Osterfeld selbst noch das eine oder andere Geschäft unterbringen zu können, also Geschäftsinhaber zu begeistern, hier vielleicht doch zu versuchen, ihr Glück zu machen und damit die Innenstadt ein bisschen mehr zu beleben, dadurch vielleicht dann auch das Publikum wieder in die Innenstadt zu ziehen, denn wir haben ja schon zwei sehr nette Möglichkeiten. Wir haben einmal das Bistro Surmann auf der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite das Bistro Jedermann. Wir haben eine nette Eisdiele inzwischen wieder da. Und sehr lecker, ja. Wir haben ja, finde ich, doch die Straße selbst sehr, sehr schön hergerichtet. Im Sommer durch die Blumenampeln oder auch die Blumentower. Im Winter durch die Weihnachtsbeleuchtung bzw. die Beleuchtung, die auch vorher schon geschaltet wird, um ein bisschen mehr Licht in die Stadt zu bringen. Wir haben doch eine recht aktive WEGO, die wir im Übrigen natürlich unterstützen. Als Bürgerin, wir beteiligen uns natürlich an dem Blumenschmuck. Wir helfen, die Tannenbäume in der Adventszeit dorthin zu stellen. Und dann, denke ich, würden vielleicht auch mehr Leute sich in der Innenstadt aufhalten. Denn die Stadt selber ist ja wirklich ein sehr gemütlicher, schöner Raum. Und wenn man sich den Markt ansieht, rund um die Häuser, dann kann man sich eigentlich hier wohlfühlen und kann doch sicherlich auch noch mehr Veranstaltungen nach Osterfeld bringen und damit Osterfeld einfach auch ein bisschen bekannter noch machen. Und lebenswert ist Osterfeld sowieso. Und ich denke auch jetzt lebenswert, aber wir können es vielleicht noch lebenswerter machen.
Und da haben wir nochmal einen Tipp für die Hörer. Es gibt ein Förderprogramm, gerade was den Leerstand der Geschäfte betrifft. Da gibt es auch eine Förderung, die man beantragen kann und bekommen kann, um in der Startphase eine erhebliche Erleichterung für einen Geschäftsstart zu bekommen. Das ist dann nochmal ein Tipp in dieser an Tipps schon ohnehin reichen Episode. Und jetzt kommen wir zu Herrn Rudolf Krenz. Was fällt Ihnen ein? Ein Wunsch für Osterfeld? Ja, ein Wunsch. Frau Wolter hat ja schon jede Menge genannt. In diesem speziellen Fall würde ich mir wünschen, dass wir einen wesentlich attraktiveren Markt bekämen. Was sich da jetzt zurzeit abspielt, ist also wirklich nicht sehr schön. Nicht interessant für Leute, die wenigen Händler, die noch da sind. Ich kann mich also an Zeiten erinnern, da war das wirklich ein Highlight, der Markt, wo man hinging. Und heute ist es nicht mehr so. Das wäre also im Rahmen dieser ganzen Geschichte, wovon Frau Wolter gesprochen hat, wäre das vielleicht sogar das mit das Wichtigste auch, um mal wieder so einen städtischen Mittelpunkt zu bekommen. Da würde ich mir also wünschen, dass da die Möglichkeiten sich fänden, den Markt attraktiver zu gestalten. Gut, ich bedanke mich herzlich für diese sehr interessante Folge, wo es, wie ich finde, besonders wichtig ist, dass es um Menschen gegangen ist und nicht nur um Zahlen und Abläufe irgendwelcher auch wichtigen Ereignisse. Ich finde, Sie haben das sehr toll mit Leben gefüllt, mit Menschen gefüllt, dieses Thema, die Geschichte Osterfeld. Und ich bin überzeugt, dass wir uns auch zu diesem Thema noch einmal austauschen werden. Dann vielleicht die etwas jüngere Vergangenheit ins Auge nehmen. Vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Würde mich sehr freuen, denn der Podcast, der hat ja gerade erst mal angefangen mit einem Dutzend Episoden. Und wir haben noch viel, viel vor uns. Ich freue mich sehr und danke mich für das Gespräch bei Marita Wolter und bei Rudolf Krenz. Mein Name ist Georg Pates. Vielen Dank und wir sagen Tschüss Osterfeld. Bis bald. Tschüss.